Seifrut dient dazu, dass man dort, wo man einen Notausgang nicht gewährleisten kann, den Missbrauch verhindern können. Das heisst, im Gefahrenfall hat jeder Mann die Möglichkeit, durch Eindrücken vom Nottaster dort zu entriegeln und kann dann flüchten. Überall dort, wo man einen kontrollierten Zutritt ins Gebäude will, aber auch wieder einen kontrollierten Austritt. Das kann in einem Hotel sein, an einem Flughafen sein. Das kann aber auch in einem Einkaufszentrum sein, wo man will, dass nicht einfach unbemerkt Leute über die Notausgänge das Gebäude verlassen können. Es ist ein modulares System. Wir haben immer die gleiche Hardware und bringen eigentlich die Funktionalität durch ein Lizenzmodell rein. Das heisst, Seifrut kann mit der gleichen Hardware von ganz einfach bis ganz kompliziert ausgestattet werden. Also hier im Circle haben wir rund 250 Türterminal verbaut. Es gibt aber auch Lösungen, Mehrtürlösungen, wo wir bis 4 so Türterminal auf die Zentrale aufschalten können und wo die Lizenzkarte in der Zentrale ist, und somit spart man natürlich Kosten nach den Lizenzkarten, weil man nur eine braucht und damit 4 Türen kann betreiben. Also die Anzeige am Türterminal, der rote Leuchtring, zeigt uns an, dass der Fluchtweg jetzt gesichert ist. Das heisst, es kann niemand unbemerkt die Tür öffnen. Die Tür ist verriegelt über den Fluchttüröffner und der gibt uns die Rückmeldung als Terminal. Die Anzeige ist rot, das heisst, es kann niemand unbemerkt einfach den Notausgang benutzen. Im Panikfall müssen wir jetzt aber gewährleisten, dass trotzdem jemand sicher den Notausgang kann brauchen kann. Dann hat jedermann die Möglichkeit, durch Eindrücken vom Nottaster die Tür notzuentriegeln. Das gibt sofort akustischen Alarm. Und jetzt ist die Tür freigeschaltet und ich kann den Fluchtweg sicher benutzen. Das Rückstellen von dem Alarm mache ich mit dem Schlüssel als berechtigte Person von Position rechts. Ich drücke den Nottaster eine Sekunde, lasse den Nottaster los und der Alarm ist quittiert. Ich habe vorher erklärt, dass der interne Schlüsselschalter dazu da ist, zum einerseits einen Alarm zu quittieren, wenn jemand den Nottaster betätigt hat, dass man darüber aber auch die Möglichkeit hat, eine berechtigte Kurzzeit, Langzeit oder Dauerentriegelung zu machen. Jetzt in diesem Anwendungsfall hier hat man ganz bewusst sich dazu entschieden, dass man das nicht will. Das heisst, man will nicht, dass ein Schlüsselträger die Tür berechtigen kann freischalten, sondern er soll wirklich nur einen Alarm quittieren. Ich kann das zeigen. Ich probiere eine Freischaltung zu machen. Das funktioniert nicht. Also hier dient der Schlüssel wirklich nur dazu, eine erfolgte Nottasterbetätigung zu quittieren.